Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir melden uns noch einmal. Ja, die Russen werden wohl doch nicht ganz so gemieden, wie man glaubt. Man wollte einen Getreidedeal aushandeln, aber da die Schwarzmeerflotte und einige Anlagen in den Häfen des Schwarzmeeres von Drohnen getroffen wurden, haben die Russen nun gesagt, nun wollen wir auch nicht mehr. Fazit, sowas kommt von sowas. Und wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, die Klimaaktivisten, denen gehen auch langsam die Ideen aus, nachdem sie auf den Straßen wohl ab und an mal so ein paar Satz warme Ohren bekommen haben. Wir haben auch gehört, dass sie ihre leeren Klebstofftuben einfach so in den Gullis entsorgt haben. Nun gut, wie dem auch sei, das ist auch Umweltschutz, ist ganz klar. Aber langsam wird's langweilig, nun sind sie wieder mal in einem Autohaus. Das ist warm und gemütlich, da gibt's Schnittchen und Häppchen. Und eine Expertin von der Welt, also von der Zeitung oder vom Fernsehen, wie auch immer, die ist der Meinung, dass die letzte Generation wohl der Steinzeit näher ist als der Zukunft. Das kann auch für ganz Deutschland irgendwie vielleicht gelten. BASF verlässt den Industriestandort Deutschland. Alles ist hier zu teuer. Sie ziehen in die große weite Welt hinaus und sie werden nicht die einzigen sein. Ja, unsere Innenministerin, Frau Faeser, die sollte mal als Schusterin bei ihren Leisten bleiben. Sie hat die Menschenrechte in Katar angemahnt. So kurz vor der WM ist das eine schlechte Idee. So wurde nun der deutsche Botschafter dort einbestellt und ihm wurden die Leviten gelesen. Das Außenministerium hat sich dazu noch nicht geäußert. Unsere Bundesaußenstotter Anni wäre ja eigentlich die Richtige gewesen, um die Menschenrechte dort anzuprangern. Aber sie weiß genau, Populismus ist entscheidend für die nächste Wahl. Stammtischgerede ist auch wichtig. Und dem deutschen Michel ist der Fußball höchstwahrscheinlich näher als die Menschenrechte irgendwo in der Welt. Die apropos Stammtisch und ja Populismus, die CDU-Oberen, die wissen genau, wie man es macht. Man redet dem Volk zum Munde und verkauft das als große Politik und hofft dann, wieder an die Macht zu kommen. Und so wie der Michel sich so immer verhält bei Wahlen, wird es vielleicht auch wieder so kommen. Man kann dann in Zukunft auch der Ampelregierung all den Müll in die Schuhe schieben, der in den nächsten Monaten, Wochen und Jahren auf Deutschland zukommt. Noch eine kleine Meldung, die Bundeswehr, also die NATO, ist bereit, Litauen zu verteidigen. Man ist bereit, man hat die Panzer hier hübsch mit Blümchen geschmückt. Ein Bundeswehrgeneral ist der Experte, der bringt uns das näher. Aber eins müssen wir bemängeln, wir sehen hier nur männliche Soldaten, keine weiblichen, keine Drag Queens. Irgendwie ist das Sexismus pur und wir müssen die NATO, die Bundeswehr und all die Leute, die dafür verantwortlich sind, mal ordentlich zur Ordnung rufen. So geht's nicht, meine Herren. Leute, in diesem Sinne, Leute, bleibt weiter am Ball. Geht hinaus, sagt eure Meinung, aber bleibt ruhig und gelassen. Macht euch einen schönen Abend, habt einen schönen Sonntag. Bitte einen Daumen nach oben, einen Kommentar da lassen. Und abonnieren. Wir müssen uns weiter noch verbreiten, damit wir mehr Menschen erreichen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.